Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Stranded Deep. Nach wie vor auf der neuen Insel, nach wie vor am Cooking. Wir gucken mal, ob wir hier noch weiterkommen. Ich würde mir jetzt dann gleich den Smoker auf jeden Fall eigentlich dann auch noch bauen wollen. Den Räucherofen. Das kostet uns ein Seil, drei Stöcke, aber auch diesen Feuerkreis, den wir eigentlich schon mal bauen können. Wenn wir den dann da drüber bauen? Wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest, dass das geht. Den Feuerkreis können wir auf jeden Fall schon mal hinbauen. Können wir mit dem Feuerkreis dann irgendwie noch... Ein einfaches Nein hätte gereicht. Feuer löschen war natürlich jetzt doof. Das Fleisch war noch nicht fertig. Dann machen wir das ganze Ding nochmal an. Es kommt immer dieses Mikrowellengeräusch, wenn das Fleisch fertig ist, was ich ganz nett finde. So. So, weg damit. Okay, Boot ausbauen, aber wir müssen jetzt erstmal versuchen, unsere Grundversorgung wieder aufrechtzuerhalten. Wir werden uns jetzt dann noch einen Baum da raus. Da ist die andere Krabbe. Die ist mir erstmal egal. Bin mal gespannt, wann die Krabbe nachspawnt. Da wir jetzt eine getötet haben, sehen wir es ja dann. Wann die ungefähr nachspawnen. Ich hoffe, dass das ein bisschen dauert. Jetzt müssen wir hier noch gucken. Es gibt hier die Schlange. Eine zumindest. Es gibt dieses Kack-Wildschwein. Das mich gerade mega erschrocken hat. In Ruhe. So, mein Freund. Wie sieht's aus? Sonnenschutz ist scheiße. Essen ist scheiße. Das ist halt ein großes Wildschwein. Das ist das Problem. Arsch. Hau ab. Okay, wir brauchen Wasser und wir brauchen Nahrung. Der Sonnenschutz müsste jetzt wieder hochgehen, oder? So langsam dann. Wahrscheinlich. Mittelkrabbelfleisch. Mittelkrabbenfleisch. Was? Wir bauen uns, glaube ich, mal noch ein Fischings. Wobei, wir haben eigentlich genug. Was ist Mittel? Ist es gar oder ist es nicht gar? Was soll denn Mittelkrabbenfleisch sein? Ich will hier nicht drauf gehen. Ich glaube, wir hauen uns mal eine Nahrungsbox trotzdem rein. Wir haben ja welche. Ich meine, wir haben von den Dingern vier Stück. Einfach nur, um auch wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Ich hätte gern wieder einen besseren Speer. Das hier können wir eh noch zerteilen. Den Smoker, wie gesagt, würde ich gerne bauen. Einfach nur, damit wir mehr Wasser kriegen. Wir bräuchten aber auch wieder Blätter. Aber Wasser ist voll, das ist schon mal gut. Krabbenfleisch, keine Ahnung. Okay, wir brauchen ein Seil eigentlich nur. Dafür noch. Das bedeutet... Speer groß. Ah ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Da ist die andere Krabbe. Da ist das Wildschwein und da ist noch die Schlange. Es läuft super. Hätten wir uns vielleicht doch eine andere Insel aussuchen sollen. Dieses blöde Drecks-Wildschwein. Wahrscheinlich werden wir als Kleine vergiftet. Ich sehe es kommen. Ich will eigentlich nur, das Ding hier aufheben. Diese Palme gleich hier rausziehen. Außen rumtragen. Dann würden wir die Palmenblätter einfach für Wasser auch nutzen können. Kokosnüsse haben wir auch noch, klar. So, komm mit. Und wenn wir mehr Gesundheit haben, können wir uns mit dem Wildschwein anlegen. Vor allem, wenn ich Pfeil und Bogen habe. Und mit der Krabbe auch. Wir können nämlich dann einfach davon wegrennen. Aber das geht erst, wenn wir dann das auch haben, das Zeug. Dann können wir auch bessere Axt machen. Wir können auch mal eine Steinaxt danach herstellen und so weiter und so fort. So, jetzt zerlegen wir die Dinger hier. Die nehmen wir jetzt erstmal dafür, dass wir hauptsächlich unser Wasser damit füllen können. Und aufrechterhalten können. Gekocht. Sehr hübsch. So, dann haben wir Mittel. Und einmal gekocht. Wir haben jetzt 2,5 fehlen uns noch. Wow. Ja, und jetzt steigt auch Gesundheit wieder. Gesund. Steigt unsere Gesundheit dadurch wieder. Sehr, sehr cool. So, Freunde. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Gut. Next Step. Wir brauchen ein Seil. 3, 1 fehlt mir noch. Einmal von diesen Palmsetzlingen fehlt mir noch. Hier ist kein Seil drin, oder? Ne, hier war ein Leder nochmal drin. Apropos. Nur damit wir es tatsächlich hier stacken können. Leder da rein. Okay, wir brauchen nur einen Palmsetzling. Das kriegen wir ja wohl hin. Da ist schon einer.
Die respawnen ja auch, aber wir haben auf der Insel, dadurch, dass sie ein bisschen größer ist, eine gewisse Menge von dem Zeug auch. Das ist natürlich ganz nett. So, Steine, Wellblech, damit können wir dann auch bauen. Ist die Frage, dass, hey, wo wir uns halt hinbauen. Ich würde sogar, ja, wir können eigentlich auch hier vorne bleiben. Ich würde mich ins Wasser bauen. Einfach von der Insel weg, weil wir hier sind wir am weitesten weg von dem ganzen Mist, glaube ich. Wenn wir uns vielleicht doch hier hinbauen. So hier vorne raus irgendwie einfach, ins Richtung Wasser. Das ist zwar bei den großen Wellen dann scheiße, aber ganz ehrlich, damit komme ich schon irgendwie notfalls klar. Solange mir mein ganzes Zeug hier nicht wegspült, ist eigentlich alles tutti und das tut sie eigentlich nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Seil. Wir haben den Feuerring, dreimal Holz und einmal Stoff. Genau, und ich glaube, wenn das Feuer aus ist und das Ding hier weg ist, das Fleisch gegart ist, können wir das machen. Gut, nächster Step. Dann können wir genug Fleisch räuchern, haben Essen. Sägebock, ja, brauchen wir auch noch alles. Dann würde ich Fundamente, glaube ich, als nächstes bauen. Jagen können wir ja. Wir könnten Werkzeugtasche bauen, wobei ich den Slot immer... Snell-Slots immer noch nicht belegt habe eigentlich, richtig. Ein Speer bräuchte ich wieder, ein Pfeil und Bogen. Ja, Pfeil und Bogen brauchen wir. Ich würde auf jeden Fall nochmal so einen raffinierten Speer herstellen wollen. Verfeinerter Speer. Einmal Leder kostet uns das. Was wollte ich mit den zwei Ledern bauen? Ach ja, die Spitzhacke. Wobei wir Leder auch Leder durch das Gerbgestell kriegen. Hier. Ich glaube, wir bauen uns als nächstes erstmal tatsächlich ein Fundament und alles. Überbauen. Holzfundament. Plattenfundament wäre natürlich cool. Die Welt ist Fundament. Ich glaube, wir werden mit Holz bauen. Das heißt, wir brauchen viel, 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 viel Holz. Und dann bauen wir uns erstmal eine kleine Hütte. Wie groß die letztendlich dann am Ende wird, muss man mal gucken. Aber ich würde mich jetzt hier... Hier haben wir zumindest Platz. Wir können das ja auf die Insel bauen. Müssen wir ein bisschen Wege hin und her laufen. Aber ganz ehrlich, das geht ja eigentlich. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, das hier. Da ist es fertig. Moin. So, wenn wir jetzt das Ding haben, kann ich hier den Räucherofen... Nein. Okay. Das geht hier zumindest schon mal nicht. Den hätte ich wahrscheinlich woanders hinbauen müssen. Aber wir können ja so zumindest das Fleisch notfalls garen. Die Frage, bleiben wir jetzt hier? Klar, die Tiere wandern, aber die werden jetzt hier nicht rauskommen, oder? So weit weg. Die halten sich mehr im Inneren des Insel auf. Ich würde mich jetzt hier einfach rausbauen, nämlich. So hoch, wie es geht. Können wir Treppen bauen? Ja, oder? Bauen. Können wir Treppen bauen? Ja, guck mal einer an. Wir können Treppen bauen. Das heißt Fundament. Gut. Das bedeutet Stein, 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 Stein. Stoff. Wir speichern mal schnell zwischen. Auf jeden Fall. Frage ist, ob wir schlafen gehen sollen. Besser wäre es an und für sich. Okay, bauen Fundament. Ach, guck mal, wir können nämlich hier... Wir können ja hier ganz... Also recht hoch bauen zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es unendlich hoch geht, aber... Ich würde mich eher so ein bisschen Wasserinsel bauen wollen. Und schon hoch. Klar geht nicht unendlich hoch. Auf so eine gewisse Höhe. Da kommen wir ein bisschen weit. Was ist das Tiefste, was wir... Ich hoffe, es ist kein... Nichts, was wir... Also ein bisschen ins Wasser kommen hier. Weil wir können dann halt auch sagen, wir angeln hier beispielsweise. Da würden wir jetzt zumindest mal so... hier hinbauen. Auf die Höhe. Und dann gucken wir mal, wie weit das mal kommt. Kann jetzt sein, dass es völlig in die Hose geht. Kann sein, dass es cool wird. Wir müssen mal gucken.
So, Fitness erhöht. Das ist schon mal sehr gut. So, das haben wir. Ich hoffe, dass es die Wellen halt irgendwie nicht wegreißt. Holzfundament. Snappt das an? Oh ja. Aber kann das auch so ansnappen? Nein. Ah, doch. Kann es. Ich würde es gern richtig bauen. Wenn wir es bauen, können wir es auch richtig bauen. Okay, 4x4 brauchen wir auf jeden Fall. Und eine Leiter. Und wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt erstmal die Grundversorgung, haben wir. Wir können notfalls noch fischen gehen. Und jetzt haben wir hier die ersten, das erste Fundament. Also auf der Höhe würde ich gerne bauen. Jetzt bräuchten wir schon 4 weitere. Und wir werden, glaube ich, die ganzen Insel hier dafür routen müssen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob die Palmen nachspawnen. Ich habe das Gefühl, ja, aber es dauert ein bisschen. Aber das würde ja passen. Also ich muss jetzt nicht sofort nachspawnen, aber so ein bisschen würde mir schon reichen. Können wir das hier auch ansnappen? Jo. Können wir das auch... Ah ja. Ich weiß allerdings nicht. Ich glaube nicht, dass es unendlich geht, weil das Wasser natürlich tiefer wird. Und je tiefer das Wasser ist, wird irgendwann das Fundament wahrscheinlich nicht mehr nach unten reichen. Deswegen, wir werden nicht unendlich weit ins Wasser kommen, aber ein bisschen zumindest. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit? Ne, 4 haben wir nicht mehr. Aber guck mal, jetzt haben wir schon mal 3. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich hoffe, für euch geht's noch. Ja, sehr schön. Na, wir sind auch wieder gesundheitlich fast komplett oben. Was natürlich gut ist. Da ist die Krabbe, dahinter ist das Wildschwein. Die Schlange ist so irgendwo in der Insel. Da müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Aber die macht, glaube ich, Geräusche. Wenn wir der zu nahe kommen. Bevor die zuschlägt. Man darf nur nicht reinrennen, logischerweise. Ich glaube, es müsste gehen. Würde ich hier außen nochmal einen mitnehmen. Dann bauen wir uns erstmal eine kleine Hütte, wo wir ein gewisses Lager reinbauen können. Sonnenschutz haben unter anderem auch, natürlich. Das würde mir jetzt dann für den Start erstmal reichen. Das Wildschwein erlegen, jo. Steht alles auf der Do-Do-List. So, moin. Ah, das ist so eine Mini-Palme. Da kommen natürlich nicht viel raus. Aber wir gucken mal. Und genug Blätter haben wir dann auch erstmal. Cool. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie ein Blätter, dass man Blätter, also, dass man Blätter sammeln kann beispielsweise. Wäre ganz cool, wenn es sowas geben würde. So, dann bauen wir jetzt erstmal eins größer. Nur, ob es geht. Ach, guck mal, wir würden, eins würde mal auf jeden Fall noch rauskommen auch. Das ist natürlich cool. So, das hier. Die Frage ist auch, wie sich so ein Haus baut überhaupt. Aber wir werden mal gucken. Das werden wir uns alles anschauen bei Gelegenheit. Wichtig ist, dass nichts despawnt. Wobei, ich bin der Meinung, ich hatte ein Leder. Wobei, nee, wir haben den. Stimmt, wir haben mit dem einen Leder den nachfrinierten Speer gebaut am Ende. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Gut, wir bräuchten mehr Bäume. Ah, hast du meinen Speer gesehen, oder was? Komm her. Okay, gesund. Wichtig ist, dass wir keine Blutung oder so ein Blödsinn kriegen. Weiß gar nicht, den können wir erstmal da lassen. Der dürfte ja nicht so schnell kaputt gehen, oder? So, damit haben wir beide Krebse besiegt. Wie sieht es gesundheitsmäßig aus? Guck mal, der macht ja fast keinen Schaden. Wir haben noch unsere Speere. Okay, beide Krebse tot. Sehr hübsch. So, Schlange. Es sind 2 Schlangen und die sind beide gerade da. Das ist natürlich gut. Das heißt nämlich, wir können hier ein Bäumchen fällen. Muss ja gehen, oder? Rechts von uns sind sie, ich sehe sie gerade. Eine zumindest. Es sind 2 Schlangen. Da ist auch Yucca. Wir werden auch Yucca anbauen müssen. Klar. So, das ist ein großer. Da kriegen wir ein bisschen mehr Holz raus. Ja, und jetzt erstmal Aufgabe. Danach natürlich Floß. Also wenn wir jetzt hier erstmal eine kleine Hütte gebaut haben, ist natürlich dann Floß wieder dran. Floß weiter ausbauen. Und dann gucken wir einfach mal. Aber jetzt machen wir erstmal Hüttenbau. So, Holz, 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 Holz.
Ich und mein Holz. Es gibt so Lieder, die kriegst du nie wieder aus dem Kopf. Jetzt auch übrigens nicht mehr. Und wer ist schuld? Ich bin schuld. Ist die Frage, ob man die Wände vielleicht tatsächlich auch mit dem Blech bauen. Weil, ganz ehrlich, wir brauchen es nicht. Also den Boden vielleicht nicht unbedingt. Das war viermal Blech, glaube ich, für einen Boden. Das finde ich zu viel. Da geht auch das Holz. Aber wir können die Wände mit Blech bauen, eigentlich. Hier. Mit Dings nicht, aber hier. Zwei Blech, eine Wand. Welthalbwand. Containerwand. Wollen wir mal gucken müssen, wie wir die rauskriegen. Holzwand. Plankenwand. Fenster, Türen. Dächer. Es wird so ein bisschen, also da werden wir jetzt erstmal so ein bisschen zusammengestückelt auf jeden Fall durch die Gegend ziehen, aber mal gucken. So, das passt auch. Immerhin passt die Maserung des Holzes unseres Fußbodens. Das ist doch schon mal was. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zeug Schaden nehmen kann. Ich hoffe nicht, dass das Schaden nehmen kann. Durch irgendwie Wetter oder sowas. Oder insgesamt, dass es insgesamt Schaden nimmt. Weil hier, ganz ehrlich, wird zumindest nichts angezeigt. Na, connecte. Rad. Danke. Mit Q und E kann man es drehen. Funktioniert mal nicht. Aber im Großen und Ganzen, wir kommen klar. Auf der Version 1.0 ist es jetzt nicht das ausgereifteste Spiel. Da war mir aber auch irgendwie von vornherein schon klar. Okay. Jetzt ist die Frage der Fragen. Klar, brauchen wir noch eine Treppe und alles. Ich würde das Ding aber auch gerne noch eins so dann ausbauen. Ich würde so eins breiter bauen, auf jeden Fall auch. Nach links und nach rechts. Man könnte sogar sagen, man macht in der Mitte irgendwie so, man lässt mal eins frei und kann da angeln. Es gibt ja auch noch die normale Angel. Ich glaube, damit kannst du auch noch mal Fische angeln. Nicht nur den Speer. Ja. Haben wir jetzt noch mal... Ah ja, noch mal. Oh, mein Hammer ist kaputt. Haben wir noch den Vorschlaghammer? Ja, oder? Haben wir nicht noch einen Vorschlaghammer? Nö. Nö. Ah, guck mal, Seil aber. Ah. Ne, Moment. Containerregal. Ah doch, hier ist ein Messer drin. Oh, das Krabbenfleisch. Ich wollte gerade sagen. Okay, das eine ist der untere Container, das eine ist der obere Container. Okay, Wasser bräuchten wir erstmal. Okay, wir haben ihn hier. Verfeinerter Hammer. Damit müsste es ja auch machbar sein, oder? Denke ich mal. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch eine Treppe. Ja, damit geht's auch. Sehr schön. Sogar schneller. Okay. So meine... Die Hütte, also das erstmal als Hütte würde mir erstmal reichen. Tatsächlich auch. Wir brauchen jetzt nochmal Holz. Wobei wir hier haben wir noch. 41% Haltbarkeit. Geht, ist jetzt nicht optimal, aber geht. Wir werden gleich mal was trinken müssen. Okay, dann kriegen wir noch ein Fundament hin. Danach versuchen wir mal aus dem Weltzeug zu bauen. Wasser ist voll. Damit müssen wir jetzt auch nicht so krass sparsam sein. Muss ich sagen. Bauen Fundament. Bingo. Das haben wir doch schon mal ordentlich Fundamente gekloppt, oder? Über den Stein kommen wir auch erstmal klar. Gut. Danach brauchen wir... Das Wildschwein lebt noch. Jo. Essen haben wir, die Krabben, die beiden großen. Beide zusammen, das ist natürlich ganz nett. Die Container können wir ja auseinander, also mit den Container kannst du glaube ich ganz gut bauen, aber die müssen wir erstmal auseinanderkloppen dann. Gut, das Wildschwein lebt noch. Wobei wir das auch verletzt haben.
Kann auch sein, dass er irgendwo tot liegt. Ich weiß nicht, ob es Blutungsschaden oder sowas gibt. Möglich wär's. Ingo Bongo. Da ist es, oder? Oh, da ist es. Okay, jetzt haben wir 4 Stück davon. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt 2 gebraucht? Oder haben wir 4 gebraucht? Da ist nochmal Welle. Wellblech. 2 wäre cool. Das ist die Insel, wo wir auch nochmal hinwollen. Okay, es liegt hier kein... Das war nur der Stein. Sah so aus. Aber ich glaube, hier gibt es keine Pipi-Pflanze. Ich habe zumindest noch keine gesehen. Aber wir wissen ja, dass auf unserer Startinsel eine war. Aber ich muss auch noch mal exakt an der Ausschau halten, weil tatsächlich Vergiftungen werden wir halt auch irgendwo haben. Durch Schlangen, durch Seeigel, irgendwas, das passiert echt relativ schnell. Und du stirbst halt langsam durch die Vergiftung. Das wollen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir Wände bauen. Sieht es nahrungsmäßig aus? Ja, aber dieses Fleisch gibt ordentlich. Also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Hoffe ich. Wir werden sehen. Purer Optimist. So, 2 Stück nur. Das heißt, wir können 2 Wände bauen. Cool. Oder auch nicht. Doch so. Können wir ja auch drehen? Nee. Ah doch. Ist das außen oder innen? Mit dieser Strebe? Hätte ich gerne eigentlich nach außen, aber... Ah doch, geht. Ne, das hier ist in. Das ist in. Ja, ganz ehrlich. Machen wir einmal so. Ja, wollen wir hier schon mal Container vielleicht irgendwie hinbauen. Wobei, aber wir können die ja hier hinlegen einfach. Wir müssen natürlich unser Zeug auch holen, was wir hatten. So, guck mal, da haben wir eher die erste Wand. Dann Wand Nummer 2. Ja, die hat jetzt keine Strebe. Cool, jetzt keine so Mittelstrebe, warum auch immer. Oder doch? Doch, ich glaube hier. Ja, da. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Richtig rum. Man sieht das sehr schlecht. Ihr seht's ja. Okay. Wahrscheinlich kommt jetzt ein großes Gewitter, eine Welle und unser komplettes Haus schwimmt weg. Könnte ich mir vorstellen. Dann würde ich es. Dann tatsächlich, das Let's Play wäre an dieser Stelle beendet und ich würde es deinstallieren, das Game. Okay, wir haben noch einmal Blech, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir aus komplett Blech bauen wollen könnten. Was wir auf jeden Fall machen können, ist das hier hoch. Diese Holzplanken, die wir finden, sind auf jeden Fall zu schade dafür, dass wir daraus Wände bauen. Eine Tür, jau. Haben wir nicht nur einmal Blech? Nein. Haben wir doch nur 4. Hier liegt nur 1. Treppe. Ein Seil, 4-mal Stöckchen. Ein Seil, 4-mal Stöckchen. Bräuchte man nochmal eins. Nochmal eine Palme. Bräuchte man nochmal eine Palme. Das Schwein war jetzt da hinten irgendwo. Die Schlangen waren jetzt hier irgendwo. Ging mir das... Ehrlich? Bitte nicht beißen. So, schön rückwärts. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Das war nicht die schlechteste Idee, hier am Strand zu bauen, auf jeden Fall. Ich hätte mir jetzt in der Mitte der Insel, hätte ich mir, wenn ich da gebaut hätte, ich mir viel mehr Sorgen gemacht. Mal abgesehen davon, dass da natürlich auch das Zeug respawnt. Also Palmen und so weiter. Ich glaube, auch im Boden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es sieht, dass das Spiel so gebalanced ist, dass das jetzt irgendwie nicht der Fall wäre. Deswegen mal gucken. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit aus wir kommen mit den Materialien, die wir hier auf der Insel noch finden.
Und wenn die Materialien uns halt ausgehen, dann machen wir mal weiter. So, Seile haben wir jetzt noch. Das heißt, bauen, Treppe, Holzstufen. Ach, guck mal hier. Na gut, hier die Tür hinbauen, oder? Ah, das muss auch aufbauen, okay. Das wiederum finde ich ganz cool, dass das nicht sofort da ist, sondern dass du da zumindest noch mal ein bisschen hämmern musst. Perfekt. Dann können wir eine Tür bauen, weil das nur einmal Blech kostet. Na. Ah, ich würde das hier nach innen bauen. Müsste, glaube ich, passen. Okay, das sollte uns natürlich auch Schutz vor den Krabben und so weiter geben, wenn wir da eine Tür reinkriegen. Aber ich würde da auch eine Metalltür nehmen, glaube ich. Wobei es keinen Unterschied machen dürfte. Okay, wir haben unsere erste Kiste. Die hoffentlich nicht wegschwimmt, wenn hier Wasser kommt. Das müssen wir noch rausfinden. Ich wäre zumindest gern da, wenn die erste Überflutung kommt. Auch was mit unserem Schiff passiert, wenn hier Wasser, wenn hier alles überflutet wird. Wäre ganz interessant. Wir speichern mal schnell zwischen, weil wir gut vorwärts kommen. Finde ich. Wir könnten aus Holz natürlich jetzt noch bauen. Wie sieht es mit Türen aus? Holztür. Gewellte Tür. Die hätte ich gerne. Ich glaube, wir haben schon den Anspruch, dass wir gewellt bauen, oder? Könnten wir jetzt theoretisch da einen Feuerring reinbauen? Nein, oder? Das geht trotzdem nicht. Aufs Fundament, meine ich. Das würde wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren, oder? Oder? Geht das? Oh! Cool. Das würde gehen. Das Spiel dürfte keine Rauchvergiftung oder sonst was haben. Das heißt, das müsste funktionieren eigentlich. Just for fun, wir versuchen da einen Smoker hinzubauen. Und zwar, brauchen wir Steine. 1, 2, 3, 4. Ich würde mir da, ich würde gerne den Smoker dahin basteln. Das geht. Weil du damit mehr Fleisch kochen kannst. Also viel mehr. Räucherofen. Einmal Stoff, dreimal Stöckchen. Einmal Stoff, dreimal Stöckchen. Haben wir die schon wieder komplett abgebaut, die Palme? Wir sind sehr effizient, was das Palmenverwerten angeht und Stöckeverwerten angeht. Holla, die Waldfee. So, es wird langsam hell. Einmal Stoff. Ja, an dem blöden Stein war der jetzt jedes Mal die Schlange, aber die ziehen halt auch ein bisschen durch die Gegend. Seht ihr was schlängeln? Ja. Ah, da glaube ich wieder. Cool, Auto laufen. Okay, links von mir müsste die Schlange sein. Geht ja schnell weg. Das Wildschwein ist ja auch noch da. Aber die Krabben nicht. Moin. Alter, sind wir weit gekommen. Also im Moment läuft's, muss man sagen. Im Moment läuft's echt gut. So, Räucherofen. Wenn das jetzt funktioniert, dass du da den Räucherofen hinmachst und dass dir nicht die Bude... Wobei, er brennen kann es nicht. Das Spiel kann das nicht darstellen, nehme ich mal an. Das Spiel ist nicht schlecht. Es spielt sich ganz cool eigentlich. Es gibt so ein paar Dinge, die wirklich sehr frustrierend sind, muss man sagen. Aber insgesamt spielt es sich doch ganz vernünftig. Guck mal hier. Bingo, jetzt haben wir nämlich einen Räucherofen. Ja, das brauchen wir noch nicht essen. Und können hier nämlich mehr Fleisch reinhängen. Und können das Ding sogar betreiben. Nice. Dann kann das hier eigentlich auch wieder weg. Müssen nur mal gucken, wie gesagt, wenn Wellen kommen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn Wellen kommen. Kann sein, dass hier alles im Bach runtergeht. Möglich wäre es auf jeden Fall. Mal gucken. Aber das mit dem Ofen ist cool. Können wir dann alles da reinbauen? Radspieß klar nicht. Robo-Ofen wäre, glaube ich, auch cool gewesen. Oder hätte man fast gebraucht. Webstuhl, viermal Seil und sechsmal... Gut, das brauchen wir dann, wenn wir das Leder haben vom Wildschwein. Aber dazu würde ich Pfeil und Bogen gerne haben.
So, die Palmen können wir mal zerlegen. Wir werden bald wahrscheinlich wieder eine neue Axt brauchen. Nächstes Mal ein ordentlicher Ast, den wir hier haben. So, moin. Komm auseinander mit dir. Ist die Frage, ob wir tatsächlich nur mit Wellblech bauen oder nicht. Sägebock, ja. Treibstoffdestiller. Bräuchten wir erstmal einen Benzinkanister. Was können wir noch bauen? Blanken Regal, blanken Tisch, blanken Bett. Dreimal Stoff, dreimal Leder. Gewelltregal. Holztisch. Holzregal. Containerregal. Das brauchen wir halt. Haken. Weiß nicht, was du an den Haken machen kannst. Kannst du da Fisch vielleicht dran kleben? Vogelfalle, Fischfalle. Verbrauchsgegenstände. Bandagen. Wasserflasche. Musst du Ton brennen. Oder die Waldfee. Haiabwehrmittel. Cool. Schiene. Wenn du das Bein brichst, klar. Geschichte. Profan. Ich glaube, wir müssen irgendwelche Monster töten. Ah ja, Farming. Farming wäre das nächste. Auch mit Wellblech. Warum wir Wellblech? Merk schon. Okay. Ja, wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit. Ich wollte da gerade. Das ist ein großer Hai. Ich wollte da gerade rein. Ich wollte da gerade zum Floß. Darüber schwimmen. Okay. Planänderung. What? Okay, das ist ein großer Hai. Das ist ein größer Hai. Gut, Wände. Ja, Fackel weiß ich gar nicht, aber die wird vielleicht unendlich brennen. Angelrute, großer Speer, großer Fischspeer. Was haben wir noch? Wir laden erstmal aus. Ich war vom Hai gerade fasziniert. Okay, wir haben hier noch Essen drin, Labelmaschine mehr drin. Ich würde... Können wir zum Aufheben E drücken? Der Hai irritiert mich gerade so ein bisschen. Wir haben hier ganz viel Stoff drin. Lampen. Wobei die, glaube ich, tatsächlich zum Leuchten sind im Frax beispielsweise. Ein Fischingsspeer. Okay, wir bräuchten... Wir holen uns jetzt erstmal, glaube ich, Container. Gucken mal, ob wir noch Wellblech dadurch finden. Drei... Okay, ein bisschen mehr als zwei füllt das Ding auf. Das ist natürlich ganz cool. So, wir fügen zwei weitere hinzu. Oh, drei. Auch kein Ding. So, Tag 8 mittlerweile. Okay, der große Hai, der da rumschwimmt, irritiert ein bisschen. Ich wäre eigentlich gerne hier ins Wasser, aber ganz ehrlich, dann tauchen wir halt erstmal woanders rein. Wir haben ja ein bisschen Auswahl. Da ist die Insel, wo wir jetzt schon ein paar Mal waren. Auf der gegenüberliegenden Seite ist unser neues Zeug. Dann tauchen wir mal hier nach Rax. Da ist ein Seeigel. Viele Bäume. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Der große Hai ist ein bisschen irritierend. Wir haben schon einen Hammerhai gesehen. Das müsste ein weißer... Ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich nehme mal an, ein weißer Hai wahrscheinlich gewesen sein. Wir können jetzt gleich mal fischen gehen. Tigerhai. Kein weißer Hai, Tigerhai. Moin. Folgst du mir? Kann das irgendwie sein? So ein Riesenfisch wieder. Das sind Fässer. Kann das sein, dass ein blöder Hai mir folgt? Das können doch unmöglich zwei Tigerhaie sein. Du hast doch keine zwei Tigerhaie hier. Sonst würde ich erstmal mit meinem Boot wieder zurück zur Insel schippern und da erstmal mein Zeug holen. Das wäre auch eine Option. Was sind das? Zwei unterschiedliche Tigerhaie? Die können zumindest nicht ins seichte Wasser. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind ein bisschen safe vor denen. Wenn wir uns einfach da aufhalten, wo die gar nicht hinschwimmen können. Weil die hier hinschwimmen können.
wo ich jetzt bin. Na, guck mal. Du darfst dir nichts in der Hand halten, wenn du das Ding ziehst. Unsere Hosen sahen auch schon mal besser aus, glaube ich. Okay, wir haben einen weiteren Container. Bitte nicht in irgendwas reintreten. Das wäre da zum Beispiel. Wäre allerliebst. Okay, wir haben einen weiteren Container. Davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr. Wenn wir in so einen Krebs reintreten, das macht uns nicht wirklich was. Oh, moin. 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 Oh. Oh. Motoreinheit. Blanke. Cool. Zweimal blanken. Die werden wir brauchen für das ein weiteres Regal. Also die können wir auf jeden Fall schon mal hier hinlegen. Ich würde gerne das Boot. In das große hier. Ach so, weil es nur noch 16% wahrscheinlich, ja? 36 Minuten schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache mal Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Wenn gleich noch einer aufnehmen können, dann vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei Stranded Deep. Ciao, ciao.